Liebe Freunde, es ist immer so, wenn so ein historischer Tag ist, wie 100 Jahre Erster Weltkrieg, haben wir alle ein Bedürfnis, Wärme untereinander zu verstrahlen. Oui, nous voulons la chaleur. Nous voulons la chaleur parce que le monde. Ja, wir wollen die Wärme untereinander, denn die Welt von heute ist oft eine Welt der Kälte, eine sehr, sehr harte Realität. Und ich möchte Sie vielleicht zu einer anderen Geschichte zurückführen. Ich werde Ihnen eine andere Geschichte erzählen. Warum hat die Europäische Union nicht vor dem Ersten Weltkrieg ihren Anfang genommen? Warum hat es die Europäische Union nicht vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben? Die Antwort ist eine einfache. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es die Nationalstaaten, die Europa vereinen wollten, aber unter ihrer Hegemonie, das heißt also unter Deutschland oder unter Frankreich oder unter Russland. Und vor dem Zweiten Weltkrieg war die Situation ähnlich. Man brauchte die Niederlage des Nazi-Deutschlandes. Man brauchte die Niederlage der großen Kolonialstaaten wie Frankreich und England, um endlich dafür sorgen zu können, die Europäische Union zu schaffen mit einer Realität. Es darf keinen Hegemonialstaat in Europa mehr geben. Das war gewissermaßen die Grundvoraussetzung für die Gründung Europas, der Europäischen Gemeinschaft, so wie wir sie heute kennen. Der Nationalismus, der Staat, das bedeutet nicht nur Kriege, sondern es bedeutet auch Egoismus. Das bedeutet den Wunsch zu herrschen. Und wenn wir eine politische Krise haben in Europa heute, dann vielleicht deshalb, weil es Hegemonialbestrebungen innerhalb Europas gibt. Es gibt da den Versuch, andere davon zu überzeugen, dass die Wahrheit nur in einem Land liegen kann. Und ich sage Ihnen, dass wenn wir so fortfahren, werden wir das zerstören, was wir aufgebaut haben. Es gibt keine einzige Wahrheit. Es gibt auch keine einzige Ideologie. Wenn wir das nicht verstehen, wird es uns nicht gelingen, Europa aufzubauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, man sagt immer, die Nationalisten und die Euroskeptiker und so weiter. Also was mich an dieser ganzen Diskussion stört, ist, dass die Europäer Angst davor haben, zu kämpfen. Die Europäer fühlen sich entwaffnet gegenüber den Ideologien der Euroskeptiker auf der Linken wie auf der Rechten. Und lesen Sie doch nochmal Camus. Also wir sollten wirklich auch uns daran freuen, immer wieder diesen europäischen Ball weiterzubringen, um Europa voranzubringen. Ja, natürlich ist es schwierig. Ja, natürlich ist es hart. Aber es ist eine Zukunft, die für unsere Kinder besser aussehen wird. Haben Sie keine Angst, sich wirklich auch zu wehren gegen die Extremen auf der rechten und auf der linken Seite, wenn sie Europa untergraben wollen. Ich meine, ich kann dazu nur eine Geschichte erzählen. Also alle sagen mir, gut, also diese Geschichte von Europa, des Krieges ist doch vorbei. Nun, also ich habe hunderte von Diskussionen auch in den Schulen geführt. Und in den Schulen erzähle ich immer eine ganz, ganz einfache Geschichte. Ich bin 1945 geboren worden, am 4. April. Ich bin von meinen Eltern gezeugt worden, nachdem es die erste biologische Möglichkeit dazu gegeben hat, nämlich als die Alliierten in der Normandie landeten. Das war der Zeitpunkt, zu dem ich gezeugt worden ist. Und ich kann Ihnen sagen, stellen Sie sich doch einmal vor, dass ich am 4. April da auf die Welt gekommen bin und sich dann noch irgendwann angefangen habe zu sprechen und dass ich meinen Eltern damals gesagt hätte, also in 50 Jahren wird es keine Grenzen zwischen Frankreich und Deutschland mehr geben. Der Rhein wird keine Grenze mehr sein, sondern ein gemeinsamer Fluss. Und meine Eltern hätten mir damals gesagt, also da haben wir ein Problem. Der spricht zu früh und erzählt irgendeinen Unsinn. Das ist die europäische Geschichte und das ist auch meine Geschichte. Und wenn man uns dann sagt, gut, aber was ist uns denn hier gelungen? Ich meine, Sie haben es ja alle schon gesagt, es ist uns gelungen, etwas zu erreichen, was unwahrscheinlich erschien. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, das ist einfach in Europa nicht mehr möglich. Inshallah.
Incella, ich meine, wir stehen jeden Morgen auf und sollten uns jeden Morgen auch bedanken bei früheren Politikern wie Helmut Kohl, Helmut Schmidt, all denjenigen, die eingetreten sind für dieses Europa und die mit dazu beigetragen haben, dieses Europa aufzubauen. Und wenn man von der Zukunft Europas spricht, dann muss man eine Vision haben. Also man sollte damit aufhören zu sagen, ja, wir müssen Kompromisse erreichen und so weiter. Natürlich muss man hier im Parlament Kompromisse erarbeiten, das ist klar. Aber wir brauchen auch eine Vision. Ich bin für die Vereinigten Staaten von Europa. Ja, ich glaube, dass ein föderales Europa die Zukunft ist für ein soziales Wohlergehen. Das wäre eine Zukunft für Europa, wo alle europäischen Bürger einen Platz hätten und in Frieden miteinander leben könnten, und zwar gut leben könnten. Wir werden das nur erreichen, wenn wir eine Vision von Europa haben und das Ganze in Richtung eines föderalen Europas geht. Sie werden mir jetzt natürlich sagen, dass ich ein Träumer bin. Ich darf Ihnen da eines gestehen. Ich bin Anhänger der Souveränität. Also die nationale Souveränität ist durch die Globalisierung ausgehebelt worden. Die nationale Souveränität gibt es in dieser Form nicht mehr. Was ist das denn überhaupt, diese Souveränität? Souveränität bedeutet, dass die Völker entscheiden können, dass die Völker frei und demokratisch entscheiden können, wie sie leben wollen, und dass sie entscheiden können, welches Zivilisationsprojekt sie wählen wollen. In einer Welt der Globalisierung, wie wir sie heute haben, können wir nicht mehr auf nationaler Ebene die Herausforderungen bewältigen. Wenn wir nicht als Europa gemeinsam auftreten, werden wir vom Tisch gewischt werden, so wie die nationale Souveränität durch die Globalisierung ausgehebelt worden ist. Also wer da den Rückkehr zur Nation will, ich meine, denen muss man doch sagen, also in 30 Jahren wird kein Mitgliedstaat der Europäischen Union mehr Mitglied der G8 sein. Auch Deutschland nicht. Nicht mal Deutschland. Das sollten sich auch die Deutschen einmal klar machen. G8, das werden Russland sein, Indien, China, Mexiko, Asien. Also es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die auf dem Plan stehen. Brasilien auch. Aber China, das sind doch nicht wir. Es sei denn, wir schaffen ein föderales Europa. Ein föderales Europa ist etwas anderes als ein zentralisiertes Europa. Das müssen auch die Franzosen verstehen. Das zentralisierte Modell der Französischen Republik ist ein Modell, das in der heutigen modernen Welt nicht mehr funktionieren kann. Und deshalb ist der Föderalismus die Zukunft der modernen Welt. So schwierig ist das doch nicht zu verstehen. Und deshalb darf ich den Kollegen und Kolleginnen, die im nächsten Parlament sein werden, Folgendes wünschen. Verstehen Sie doch, worin das gemeinsame Interesse in Europa liegt. Setzen Sie sich nicht für nationale Interessen ein, so wie das immer wieder der Fall gewesen ist, als wir beispielsweise auch über die Richtlinie über die Kraftfahrzeuge diskutiert haben. Es gibt kein gemeinsames Interesse, das ein nationales Interesse gefährdet. Die deutsche Automobilindustrie vertritt Interessen, die nicht Interessen von ganz Europa sind. Das muss jeder verstehen. Die französische Automobilindustrie ist auch nicht natürlich das Interesse von allen. Und das müssen wir verstehen. Und wann haben wir das denn verstanden? Hannes Swoboda hat davon gesprochen. Sarajevo, Bosnien, das Massaker der Bosnier, als es seinen Anfang nahm. Da haben Frankreich und Deutschland traditionell eigentlich eine proserbische Haltung eingenommen. Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg traditionell auf der Seite der Kroaten. Und die bosnischen Muslims, die waren Muslims, sie waren arm, sie hatten kein Erdöl. Und zu Beginn hat man sie einfach fallen lassen. Man hat die Massaker hingenommen. Man hat auch Konzentrationslager zugelassen in der Entfernung von einer Flugstunde von Paris oder London. Also ich meine, Europa ist doch nicht die Summe der nationalen Interessen. Und weil wir geschlossen aufgetreten sind, konnten wir etwas unternehmen. Und deshalb will ich damit nur deutlich machen, dass das gemeinsame europäische Interesse in der Ukraine nicht das Interesse der deutschen großen Unternehmen ist. Ich halte es doch für unglaublich, dass der Präsident von Siemens mit Putin zusammengetroffen ist und ihm gesagt hat,
dass zwischen Siemens und dem Russland Putins gäbe es eine Wertegemeinschaft. Also ich meine, was für eine Wertegemeinschaft soll das denn sein? Und ich glaube, in der Ukraine geht es nicht um einen wirklichen Krieg. Aber wenn wir die Ukrainer fallen lassen, dann sind wir bereit, auch morgen andere Völker fallen zu lassen. Und Europa muss also sagen, die Ukraine kämpft für den Frieden in Europa und wir sind bereit, sie zu verteidigen mit allen Mitteln, aber nicht mit militärischen Mitteln. Denn sonst wäre es überhaupt nicht notwendig gewesen, Europa zu schaffen. Danke.